Ich bin auf der nächsten Velosommertour und hier ist Söhl. Ich bin mit dem Bus hergefahren, das letzte Stück. Und jetzt fahre ich erstmal noch ein paar Meter zur Tour, zur eigentlichen Tour hin. Hier ist ein schöner Garten, direkt neben der Kirche. Oh, das sieht ja toll aus. Am Ortsausgang ist auch so ein Waschhaus. Also das ist ja dieses Mal eine Rundtour. Ist eigentlich egal, wo man anfängt. Man muss vielleicht gucken, wie man hier hinkommt. Also einen Bahnhof haben sie keinen direkten. Ich bin in Mörsch ausgestiegen und dann eben den Rest mit dem Bus hierhin. Es ist aber ein bisschen schwierig, wenn man mit mehreren Personen im Bus wäre. Ich glaube, das geht nicht gut. Und für mich geht es jetzt erstmal noch ganz kurz den Berg hoch und dann schauen wir mal. Also das geht hier auch ein bisschen zur Sache. Ein paar Hügel haben wir in der Tour. Aber hier darf ich erstmal runter. Schönes Anwesen. Boah, das ging jetzt ganz schön steil den Berg hoch. Ja, aber mit meiner Methode links, rechts fahren, kommt man eigentlich ganz viel hoch, wo man nicht denkt, dass es funktioniert. Hier ist eine Grotte, so ein bisschen versteckt zwischen den Bäumen. Schön gemacht. Ich könnte eigentlich auf dem Bänkchen da drin ein bisschen Pause machen. Das würde sich jetzt anbieten. Ja, also die 50 Kilometer wollen auch erstmal gefahren werden. Und ich bin ja eigentlich auch schon 2 Stunden angereist. Ich würde jetzt mal behaupten, wir sind in Rippweiler. Und hier hat es wirklich richtig viele Vorschläge für Radtouren. Also ich schätze jetzt fast, das ist ein Wasserturm. Ein richtig schöner dazu. Ja, die Touren im Wilden Westen sind eigentlich schon was ganz Besonderes. Man kommt ja nicht so einfach hier hin. Hier ist ein riesengroßes Gladiolenfeld. Kann man sich selber Blumen schneiden. Sogar schon Verkehrsschilder. Das ist ja ein ganz klares Wasser und da blubbert es irgendwie. Vielleicht sieht man das hier sogar in dem Sand. Ein paar Stellen. Also das ist jetzt das, was ich am besten sehe.
Interessant, ich weiß aber nicht genau, was da vor sich geht. Unheimlich, oder? Auf diesem Abschnitt hier bin ich auch noch nie gefahren vom Yangeli. Jetzt schon ein schöner Biergarten hier, aber es war irgendwie noch zu früh für eine Pause. Ich glaube, ich habe vielleicht mal gerade 10 Kilometer. Oh, da wird man so faul. So, das hieß hier Bäckerich und wir fahren nach Ell. Und es ist nicht immer alles gespart, aber hier das Stück schon. Jetzt habe ich gerade mal die Straße für mich allein. Kann auch sein, dass die meisten andersrum fahren, weil ich eigentlich gegen die Pfeile fahre. Also, die man runterladen konnte, die Strecke, die hat eigentlich eine andere Richtung. Das Beste an solchen Tagen ist ja auch noch die Verpflegung. Und zwar hier beim Fußballverein in Ell. Ist Lannen hinter dem Busch. Ja gut, jetzt geht wieder alles runter, was ich hochgefahren bin gerade. Aber mir gefällt's, ich find's toll. Da sind sehr viele Jungtiere dabei. Und die Mamas. Sehr schön. Ich dachte ja eigentlich vorhin schon, ich wäre oben, aber hab Pustekuchen. Also es ist jetzt noch nicht mal so steil oder so, aber es geht halt dann echt eine Weile hoch. Von da kam ich jetzt hoch von Lannen. Und es geht jetzt hier runter. Das ist ein Piste cyclable de l'Ouest, also West, Richtung Redorsch. Wenn man hier hochfährt und hinter mir weiter in die Richtung, geradeaus hoch, so ziemlich geradeaus, kommt man nach Kötschet. Das ist nur noch ein Stück vom Sauerstausee. Jo, da bin ich aber auch schon mal ziemlich weit hochgefahren. Die Tour schon ein paar Mal. Also auf der Straße kam ich hier natürlich noch nie hoch. Ne? Das war für mich jetzt neu. Würde ich auch, glaube ich, nicht machen. Also es ist ja jetzt nur, weil es eigentlich gesperrt ist für den Straßenverkehr. Kamen jetzt auch, glaube ich, keine Autos hier. Das geht gerade so genial den Berg ab, Berg runter. Aber es ist richtig kühl. Ich musste mir jetzt erst noch mal ein T-Shirt drüber ziehen. Es war nur ein kurzes Vergnügen. Es geht gar nicht nach Redorsch. Es geht jetzt hier wieder irgendwo links den Berg hoch. Also nicht da. Ich bin hier nur wegen der Bank. Ach, irgendwie ist das schon verlockend da, das kalte Wasser, ne? Vielleicht mal wenigstens Füße reinhängen oder so. Also es ging es doch richtig schön den Berg runter. So eine Abfahrt hatte ich auch schon lange nicht mehr. Jetzt müssen mal wieder die Kühe herhalten als Fotomotiv. Wird gerade, jetzt weiß ich gar nicht, wo es ist, so ein Segelflieger hochgezogen. Sieht man da irgendwas? Kann gar nichts sehen. Der ist gerade da hochgeschleppt worden. Ich weiß gar nicht, sieht man überhaupt was? Ich sehe nichts.
habe inzwischen 40 Kilometer. Das heißt, Rest wäre noch 10. Da bin ich aber dann schon auch froh, wenn ich mal fertig bin heute. Aber es kommt ja noch was Interessantes, glaube ich. Ich mal von oben her nach Usseldorsch. Sehr schön. Ein schöner blauer Himmel noch dazu. Wunderbar. So, da gehen wir jetzt auch einmal durch. Wieder das schöne Tor. Zwei Türme. Sogar noch ein paar Erbsenschoten dran. Das ist jetzt die Adart. Ich mache jetzt einen Abstecher zu diesen Überresten der Kirche.
Ja, hier ist das jetzt mit dem Beachtriff. Bin mal gespannt. Ich dachte eigentlich, ich hätte es bestimmt schon verpasst. Ja, das ist ein bisschen nett aufgemacht hier mit Sand und Cocktails und Pool für die Kinder, ein paar Sachen zum Spielen. Um die Zeit fahren nicht mehr so viele. Von wegen. So, ich bin jetzt wieder in dem verfallenen Hof. Ja, hier bin ich halt morgen eigentlich losgefahren und dann da den Hügel hoch. Jetzt muss ich nur noch gucken, wo der nächstbeste Bus abfährt. Entweder hier wieder in Kessel. Oder vielleicht Schwebach oder so. Da gibt es eigentlich auch eine ganz gute Bushaltestelle, wo viele Linien durchkommen. Ich schau mal. So, ich bin doch nach Seil gefahren, weil hier sitzt man doch schöner. Fast 55 Kilometer. So, demnächst müsste mein Bus kommen. Ich fahre direkt nach Luxemburg-Stadt und spare mir den Umweg über Marsch. Ich hoffe, der nimmt mich mit. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Also diese Tour hat es schon in sich gehabt. Da waren einige Höhenmeter zu bezwingen und einige Hügel. Aber das war eigentlich auch okay und war auch sehr interessant, die Tour. Und vor allem auch, weil ich eben sehr selten in der Gegend fahre, weil kein Bahnhof hier in der direkten Umgebung ist.